Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einer neuen Gameplay-Review. Und nicht verwundern, ja, da steht jetzt zwar Super Street Fighter, aber es ist Ultra Street Fighter. Da seht ihr praktisch, rechts seht ihr jetzt Ultra Street Fighter. So, aber jetzt erstmal nochmal eine richtige Begrüßung. Ich begrüße euch ganz recht herzlich bei einer neuen Gameplay-Review von Ultra Street Fighter. Anmerken muss ich dazu, das ist die Download-Version. Die Box-Version kommt laut meinen Informationen am 8. August 2014 in den Handel. Also das ist noch ein bisschen hin. Und wenn ihr die Download-Version bzw. das Update nimmt, das ist ein Update für Super Street Fighter 4, und Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Dann ist es nicht mehr möglich, Super Street Fighter 4 oder Super Street Fighter 4 Arcade Edition einzeln runterzuladen. Inwiefern das ist, weiß ich nicht. So steht es im PSN. Wollte ich nur mal anmerken. Und was haben wir jetzt von diesem Update? Ganz einfach, wir haben 5 neue Charaktere. Wir haben Deprika, Ilana, Hugo, Poison und Rolando. Erweitert praktisch alle Kämpfer jetzt auf 44 Charaktere. Dazu kommen noch Update Stage und YouTube Upload. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen an, würde ich sagen. Und lass uns da mal so ein bisschen von überraschen, was da so passiert. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass Street Fighter mittlerweile 44 Charaktere hat. Also da muss irgendwelche Charaktere müssen an mir vorbeigegangen sein. Die werden wir uns dann auch mal angucken. Softwareanruf ist eigentlich nicht. Optionen. Ich denke mal, da ist es drin. YouTube Upload. Da können wir nur hoch und niedrig sagen und zurück. Nochmal zurück. Aber ich kann nicht angeben, wo es hingeladen werden soll. Warum nicht? Egal. Wird schon irgendwie irgendwann funktionieren. Machen wir, würde ich sagen, mal einen Arcade-Kampf oder in zwei Arcade-Kämpfe, um uns mal so die neuen Charaktere anzugucken. Und ja, dann gucken wir mal weiter. So, kinderleicht ist am besten. So. Weil ich habe auch nicht mehr alle Tastenkombinationen im Kopf und da ist kinderleicht dann am Anfang etwas leichter. Boah, wo sind denn die alle hergekommen? Die kenne ich zum Beispiel auch nicht. Deprika. Ach nee, Deprika, das ist eine neue, glaube ich. Warte, ich muss mir meine Liste mal aufrufen. Deprika, ja, das ist eine neue. So. Keine Ahnung, wann Yun dazu gekommen ist. Evil Roy kenne ich nur als, ja, wenn du mit Roy eine Weile kennst, dass er dann mal evil-mäßig wird. Das weiß ich nicht, seit wann der mit bei ist. Geil, kenne ich. Die kenne ich zum Beispiel auch nicht. Steht hier mit in der Liste? Die steht nicht in der Liste, Junki. Roy kenne ich. Ken, Shang-Li, Blanca, Zangi, Daisim, E-Honda, na klar, wir kennen E-Honda nicht. Wann ist denn Ibuki dazu gekommen? Abel? Kenn ich auch nicht. Rufus. Steht der mit drinne? Der steht nicht mit drinne. Also wenn der dazu gekommen ist, keine Ahnung. Ich glaube, der ist beim letzten Mal dazu gekommen. Da ist ja irgend so ein eingeölter Türke dazu gekommen und noch 4 andere. Da kamen ja beim letzten Update schon 5 Kämpfer. Ja, wenn ihr da Informationen habt, wann welche Kämpfer dazu gekommen sind, bitte unten drunter schreiben, weil den kenne ich hier zum Beispiel auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Dudley. Dudley ist, genau, der ist auch so ein Boxer wie Balrog. Der ist, glaube ich, mit den Türken dazu gekommen. Möchte ich mich vage dran erinnern. Da habe ich Infomaterial mal gelesen. Ja, Blank, Weißen und Vega ist klar. Da ist Balrog. Sagat ist auch klar.
Keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Den habe ich auch schon mal gesehen, aber wann der da. Ich glaube, der kam bei der Alpha-Reihe mit dazu. Kami, Fai Long, die habe ich noch mitgekriegt. Tour, genau. DJ, jetzt klar, die kamen bei Super Street Fighter mit bei damals. Das habe ich noch. War glaube ich nach dem. Oder kam schon auf Mega Drive? Ich weiß es nicht. Auf Mega Drive gab es glaube ich zwei Versionen oder. Nee, nach Mega Drive kam eine Version, da waren die beiden mit bei. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Akuma, ja klar, der Bösewicht. Gen. Aber wann, die sind glaube ich alle beide auch bei der Alpha-Serie dazu gekommen. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Rose ist auch nicht noch. Kenne ich auch nicht. Ui. Dann, keine Ahnung, wann die dazu kamen. Arkan ist. Ah, das ist dieser eine öde Türke, möchte ich sagen. Da hatte ich Videos gesehen mal. Hugo, das ist ein neuer. Orlando, der ist auch neu. Der kommt mir vom Optischen aber irgendwie bekannt vor mit dem Stab. Irgendwie kommt der mir bekannt vor. Den werden wir gleich mal nehmen. Uni, keine Ahnung, wann Uni dazu kam. Elena, das ist auch eine neue. Preußen ist eine neue. Aber wir werden mal den jetzt hier gleich nehmen. Lassen wir mal alle so drin, wie es ist. Das lassen wir auch mal so. Also mit den Spezialmoves bin ich beim letzten Street Fighter für die PS3 schon nicht klar gekommen, wie man wann wo was macht. Aber die Einleitung ist immer geil. Das war immer so. Wild. Oh, hier so ein Video. Victory stands before us! All soldiers move out! Ja, kenne ich den. War der bei der Anime-Serie mit bei? Da kommt übrigens jetzt eine echte Serie noch. Men, you will push the front and expand the field of battle. With that in mind, each and every one of us will be working hard to increase our fighting skills. Sir, we've just received an urgent piece of intelligence. A private military contractor known as SIN is testing an experimental soldier enhancement system at some sort of fighting tournament. Right, man. You hear that? Opportunity has come knocking at our door. Now, our target's at the World Fighting Tournament. Ich glaube, das ist aus der Anime-Serie oder aus einem Anime-Film, den ich gesehen habe. Deswegen kommt der mir vielleicht so bekannt vor. Da müsste ich mal googeln. Will be expected to give 110%. Soldiers, move out! Ich glaube, der war bei dem Anime-Film. Ich weiß aber nicht mehr welcher. Ja, da blinkt auch Ultra auf. Ich glaube, der ist. Aber dann ist ich glaube, der ist aus dem Film. Das war so schön bunt. Also, die Street Fighters, die ich gespielt habe, kann ich mich an erinnern, dass die so bunt waren. Gut, damals hatte ich noch nicht so tolle Fernsehen. Ja, die sind hier noch. Gerade die ganzen von Roy. Aha. Der ist ja nicht mal so schlecht. Ui. You win!
Oceania. Volcanic Rift. The stage of battle is ui, set. Wie kam denn der dazu, bitteschön? Who will emerge a champion? Fight! Huh? Overpower! Ui. Profound sadness. I've met cadets before fighting you. Ah, der Grafikstil ist einfach geil. And the battle continues. Fight! Attacken machen, aber irgendwie hat er Rekord. Ist wieder richtig Buttons mischen. Reib über das Steuerkreuz hin und her mit der Daumen. Aber ich kann auch mit dem Analogstick benutzen, aber mit dem Analogstick kriegt das ja nicht hin, muss ich sagen. Ich hab's beim alten Street Fighter schon mal versucht. Das hatte noch diese graue Cover, das war auch so PS3 Cover, das alte, ganz alte. Und da ist er ja, der eingeölte Türke. Let's get started. Da habe ich schon Fight. Versucht. Versuche jetzt mal mit einem Analogstick, aber... Ja. Seht ihr, mit dem Analogstick bin ich halt nicht so toll. Oh, was macht der? Ui. Dann wäre auch der. Ich mach lieber Steuerkreuz, da hab ich mehr Chance. Nein, nicht schon wieder! Uiuiui, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Pick up the pace! Fight! Hier das andere, du sollst da die Rolle machen. Nein! Nicht, ich bin nicht sterben. Ich sterbe. Ich bin gestirbt. Klasse. Stirbt, klasse. Nehmen wir mal einen anderen, ein bisschen der agileren. Aber nochmal, nee, den lieber nicht. Aber die sieht hier interessant aus. Confirm. Eine ganz andere, aha.
Früher war das so, dass ich beim gleichen. Execute. Ibuki, on the scene. So, ich hab die ganze Zeit die Klamotten hier in der Hand. Hier hat aber die. Oh. Ui. Uiuiuiuiuiui. Boah. Boah, was macht die hier? Greift die mich denn an? Oh Scheiße, ich bin tot. Ich bin tot. Dies war agil, aber. Ich hab null Chance. Ich kenn die auch nicht, komischerweise. Versuch gerade hier die Tricks von Ken und Roy. Geil. Oh! Nicht. Ja, ich bin mit der auch K.O. Hier mal versuchen wir es noch. It's not over. Anzüge ändern sich dadurch. Ja, das ist ja auch cool. Oh, jetzt nehme ich einfach mal meinen Kämpfer, den ich kenne, den ich immer nehme. So, Farbe zufällig, blau. Der hat nur zwei? Oder weiß. Eins. Kommentar. Zufällig. Dem müsstet jetzt schon ein bisschen besser aussehen. Können wir uns gleich noch eine neue angucken, genau. The answer lies in the heart of battle. Gibt auch gratis im Store runterzuladen, Kostümpaket. Oh, Salah. Oh, was macht die hier? Das ist aber Russland. Das hat Zankenzeimer. Boah. Scheiße, warum macht er das jetzt nicht? Ja, los. Jetzt. Nein! I'm stronger and hotter than you. You can't compete. This match decides the winner. Fight! Shoryuken! 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 Nein, du sollst auch Yuket machen. Uiuiui, ui, ui. Keine Chance. Bin tot. Schöne Augen. Kann man aber tief in die
Augen sehen. So, haben wir 20 Minuten jemand. Oh, sie haben Provokation für Roy freigeschalten. Ah, hier kriegt man noch was freigeschalten. Ohne schlecht. So, jetzt sehen wir noch Aktionen. Gucken, ob hier was super ist. Setzen Sie YouTube-Autorisierung zurück. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Kanal Upload ändern möchten. Ja, ich würde ja erstmal gerne sagen, welchen Kanal? Ja. Egal. Würde ich sagen, mache ich jetzt hier mal eine kurze Zusammenfassung und eine kurze Bewertung. Also für Fans von Street Fighter auf jeden Fall muss dieses Update. Es kommt, wie gesagt, als richtige Box-Version, also als richtiges Spiel, kommt es am 8. Oktober in den Handel für PS3 und Xbox 360. Für PC, glaube ich, etwas später. Wenn ihr dieses Update euch runterladet im Store, wie gesagt, dann könnt ihr nicht mehr normal Super Street Fighter 4 oder Super Street Fighter 4 Arcade spielen, dann ist es immer Ultimate Street Fighter, glaube ich, weiß ich nicht, so steht es ja nur da, dass man es dann nicht mehr einzeln spielen kann oder einzeln runterladen kann, Super Street Fighter oder halt Super Street Fighter Arcade Edition. Inwiefern der zusammenhängt, Leute, ich habe keine Ahnung. Der YouTube-Upload ist ja cool und schön, aber mal ein bisschen genauer beschreiben, wie das funktioniert, wäre echt geil, weil ich kann nur zurücksetzen, aber mehr passiert da auch nicht. Da müsste ich mich mal belesen und dann kann ich euch da vielleicht nochmal ein extra Video machen, wie das funktioniert. Wäre ja geil, werde ich mir nachher gleich mal belesen, mal gucken. Vielleicht haue ich dann heute noch ein Video raus über die YouTube-Funktion und zeige euch, wie das funktioniert. Ja, man hat etliche Kostüme. Ich habe ja auch, wie gesagt, dieses Gratis-Paket, was es da im Store gab, für Kostüme runtergeladen. Das heißt, wie heißt das? Kostümpaket-Set. Paket 2014. So heißt das, das ist kostenlos. Und Ultra Street Fighter, das Add-on, kostet 14,99 €. So, wollte ich mal noch schnell anmerken. Dann gibt es noch so ein anderes Challenge-Kostümpaket 2014. Das ist nicht verfügbar. Warum? Ich weiß es nicht. Mir hat es sehr gefallen. Ich werde es auf jeden Fall noch eine Weile suchen. Ich will auch mal online spielen gegen irgendwelche anderen. Da werde ich zwar keinen Stich sehen, weil ich schon Ewigkeiten kein Street Fighter mehr gespielt habe. Aber, ja, ich werde es trotzdem mal versuchen. Wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht, weil Street Fighter war schon immer ein Lieblingsspiel von mir. Hab's jetzt leider lange nicht mehr gespielt. Aber man kommt sehr schnell wieder rein, wenn man die alten Teile kennt. Die Tastenbewegungen sind eigentlich alle die gleichen geblieben, außer bei den neuen. Da muss man sich erstmal rinfuchsen, welche Tastenbewegungen man da braucht, um irgendwelche Attacken zu machen. Sound und Grafik, Street Fighter mäßig, also kann man nicht anders sagen, ist, finde ich aber auch gut, dass sie ihrem Stil beibehalten, treu bleiben, weil sonst wäre es kein Street Fighter mehr. Muss ich sagen. Also ich will es schon so im Anime-Manga-Look haben. Dass es jetzt so bunt und so sehr manga-mäßig ist, war mir gar nicht mehr in Erinnerung, aber finde ich sehr gut. Also von mir kriegt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben und auf jeden Fall eine Empfehlung. Für Street Fighter-Fans auf jeden Fall ein Muss, nicht nur durch die 5 Charaktere, auch die neuen Stages und Kostüme und was da alles noch mit drin ist und YouTube-Upload und halt 5 neue Charaktere. Für Fans auf jeden Fall ein Muss. Ich kann es nur empfehlen. So, das soll es jetzt aber auch soweit erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, so einen kleinen Einblick in Street Fighter geben. Ich werde mal gucken, dass ich den YouTube-Upload noch hinkriege und dann vielleicht dazu noch ein Video mache. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.